Namen Gottes, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Herzlichen Dank, dass du dich wieder also hier verehrt hast. Und ja, ich und die vielen anderen hier. Ja, vielen anderen hier. Also ich habe nur eine Kundschaft hier. Ansonsten grüße ich also alle Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen in der ganzen Welt. Es ging in den letzten zwei Gespräche also um die Schöpfung. Und die Schöpfung haben wir aus der Sicht des Korans und das, was wir heutzutage über das Universum also wissen, also zusammengetan und versucht haben wir also daraus also einiges zu lernen, unser Leben, unser Universum also zu erklären, zu versuchen, also zu verstehen. Ne? Und das Wichtigste ist halt, dass man sollte also Verstand, sein eigenes Verstand nicht von seinem Ursprung, nämlich die Offenbarungen, trennen. Ja, Irrtum der Aufklärung war, dass man also die Vernunft, den Aql, auf Arabisch persisch gesagt, also hat man grundsätzlich aus seinem Ursprung also getrennt, ja, und behauptete, dass dieser Aql, diese Vernunft, jetzt tatsächlich also in der Lage sein kann, also Dinge der reellen Welt, die Erscheinungen und darüber hinaus also zu erklären. Das ist leider nicht der Fall. Und Aufklärung in dieser Hinsicht hat absolut versagt. Wir brauchen nicht darüber also aufmerksam zu machen, wie die Aufklärung den Prozess der zum Beispiel der Kolonialismus gar nicht vorhersehen könnte. Ganz im Gegenteil, haben die Köpfe, die philosophischen Köpfe des 19. Jahrhunderts, 18. Jahrhunderts, auch Kolonialismus also auch weiter empfohlen und darüber nicht also zum Beispiel also Bescheid gesagt, was da also alles passieren würde, wenn man also hingeht und andere Völker also unterjocht. Ja, das konnten sie nicht sehen. Also Aufklärung ist in dieser Hinsicht absolut blind gewesen und auch die Auswuchse dieser Aufklärung im 20. Jahrhundert sehen wir also die Unfähigkeit, vor allem die Spitzen dieser Unfähigkeiten merken wir als zwei Weltkriege. Aber naja, darum ging es halt nicht. Es geht ja um Geschichte der Schöpfung, Schöpfungsgeschichte an sich. Schöpfungsgeschichte aus der Sicht des Korans haben wir also letzten zwei Sitzungen uns also gewidmet. Das machen wir also heute weiter, aber von einem anderen interessanten Stelle. Und das ist die siebte Sure des Korans. Siebte Sure, Verse ab 12. Also ab 10. Würde ich sagen, das sei mal. Ne? Die Verse ab 10 soll man also unter die Lupe nehmen. Also Geschichte, Schöpfungsgeschichte. Ja, das ist also unser Thema. Sure 7. Und die Verse 10 ab 10. Ja? Ja, am besten also ab 10. Also widmet sich also nochmal die Geschichte von Entstehung von Adam. Das lese ich vor und dann schauen wir mal, wie das also uns inspiriert, was wir also daraus, was ich also darüber also sagen kann.
Zunächst einmal, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, das ist die Sure Anhöhen. Sure, also das ist ein interessanter Name, die Sure heißt also Anhöhen oder Al, auf Arabisch Al-A'raf. Al-A'raf oder die Anhöhen. Gemeint sind also die Ortschaften wieder also in Mekka, Arafah, Gebiet von Arafah, das ist also, wenn das also die ungefähr also Saudi-Arabien ist, ne? Halbinsel, ja? Das ist Mekka, das ist hier Medina, das hier ist also Jidda. Und heißt Jidda, weil unsere Urgroßmutter Eva hier begraben ist, nach islamischen Überlieferungen. Deshalb heißt auch Jidda. Jidda auf Arabisch heißt also Urgroßmutter, Stamm. Man weiß nicht wo, ne? Nee, man weiß also, ja, ne, das weiß man also. Also Mekka ist die Entstehung der neuen Offenbarungen, ja, und dann Prophet Muhammad ist von Mekka nach Medina nach 10 Jahren, also ist von Mekka nach Medina also ausgewandert, und diese Auswanderung ist dann also die Anfang der islamischen Rechnungen. Das passiert also im 622. Und 13 Jahre nach den ersten Offenbarungen. 13 Jahre. Innerhalb dieser 13 Jahre, die Muslime durften nicht einmal sozusagen, also die Ungläubigen sogar beschimpfen. Sie wurden versteinigt, beschimpft, im Hausarrest, im wirtschaftlichen Boykott also gestellt, in Mekka terrorisiert, ohne Gleichen. Also Prophet Muhammad wurde also auch in Gassen also von Tieren also besprüht durch die Juden, also vor allem in den Gassen also. Und trotz all dieser Situationen durften sie nicht also einmal einen Stein werfen, ja, bis es dann unerträglich wurde, bis die also total also entschieden hatten, also den Prophet Muhammad und den Islam also zu vernichten, ja, und in diesem Putschnacht sozusagen, in diesem Terrornacht, dann ist Prophet Muhammad also geflüchtet. Zuvor hatte also seine Freunde alle bekannt gesagt, dass sie sollten also nach Medina also auswandern, und als Letzte ist auch selbst also von Mekka nach Medina also ausgewandert, und die Grundsteine einer gläubigen Gesellschaft also gelegt. Nun, das ist das, in der Geschichte der Schöpfung ist interessant, dass dieser Gebiet von Mekka ist ein besonderes Gebiet ist, weil dieses Gebiet, also der erste Teil nach islamischer Überlieferung, ist der erste Teil der Erde ist, die aus dem Wasser herausgeragt ist, aus dem Wasser also in die Erscheinung getreten ist. Ja? Erste Land aus dem Wasser, ja, ist dieses Gebiet. Nach islamischer Vorstellung allerdings, das ist ein schönes, interessantes Thema für die Geologen, also hier zu forschen, ob das stimmt oder nicht. Also das ist ein interessantes Thema. Ja? Ich möchte nur sagen, dass hier Überlieferungen sagen, das einmal das. Wir konnten auch dahinter laufen und versuchen, was wir daraus lernen können, ja? Von diesem Gebiet. Warum ist dieses Gebiet so eine
heilige Stelle. Und warum die meisten Propheten, sie also im Nahen Osten, alttestamentarische Propheten, sie also im Nahen Osten geboren gestorben sind. Warum nach islamischer Prophezeiung alle Propheten einmal nach Mekka gepilgert sind, darunter auch Jesus, darunter auch Moses, alle Propheten nach islamischer, schiitischer Vorstellung, sie pilgern alle in ihrem Leben nach diesem Ort, weil Mekka also ein heiliger Ort ist, zwar seit Adam und Eva, seit der Schöpfungsgeschichte an sich, also und nicht erst seit Entstehung der Neuversion, würde ich sagen, des Islam. Eine Version, die durch Prophet Muhammad, also Salam geprägt ist. Islam ist einerseits die Geschichte der Schöpfung an sich. Die Geschichte der Schöpfung ist Islam. Und Islam, der erste Prophet des Islam ist Adam Salamullah Ali. Der letzte Prophet ist Muhammad Salam Ali. Ne? Das ist die Geschichte des Islam. Und Geschichte des Islam ist die Geschichte der die Geschichte an sich. Ja? Das ist die Geschichte der Schöpfung an sich. Nun gehen wir und folgen wir also die Geschichte von hier aus. Und wahrlich, also ab 10. Ayah der Sure, 7. Sure. Und wahrlich, wir gaben euch auf Erden Macht und Lebensunterhalt. Wie wenig seid ihr dankbar? Und wahrlich, wir erschufen euch und formten euch dann. Das ist interessant. Man muss also unterscheiden zwischen erschufen erst einmal und dann Form geben. Ja? Das sind zwei Begrifflichkeiten und ich habe auch immer so hingedeutet, dass man die Wörter im Koran nicht also hin und her also schieben kann. So geht das einfach nicht. Wenn sagt, also ich habe euch erst einmal erschaffen und dann euch geformt, so ist das auch. Man sollte nicht also erst formen und dann schöpfen. Das geht nicht. Also Schöpfung passiert also vor der Form. Form ist ein Form ist ein Ausdruck der Evolution. Form geben, ständige Formen wechseln. Ja, wir wechseln also unsere Form auch. Also. Dann sprachen wir zu den Engeln. Werft euch. Ne? Hier sieht man auch. Dann sprachen wir zu den Engeln. Werft euch vor Adam nieder. Und sie warfen sich nieder außer Iblis. Er war nicht bei denen, die sich niederwarfen. Seid also, wir haben es einmal erschaffen und dann geformt. Ja? Wenn diese Form jetzt also ein bestimmtes Stadium erreicht hatte, dann haben wir also die Engel gesagt, ja, ihr sollt also jetzt vor diesem Adam beugen, weswegen? Weil er Qualitäten besitzt, dass ihr Engel darüber nicht Bescheid wisst. Er hat die Namen der Dinge an sich Bescheid gesagt. Der Name der Dinge an sich hat von mir Gott gelernt. Ich habe ihn belehrt und er wusste, ihr wusstet aber nicht. So wunderbar ihr Engel auch seid. Der Adam wusste das. Der Adam wusste das. Und da er die Prüfung bestanden hatte, sollten die Engel sich niederwerfen. Aber Teufel hat das nicht getan. Wir haben auch erklärt, also, warum er nicht getan hat. Weil, meiner Meinung nach, also in der Schöpfungsgeschichte, in der Geschichte der Schöpfung, er sah zu Recht, ja, dass er zum Teil also besser ist, also höhere Bewusstseinszustände hat als den Menschen, als die Schöpfung des Menschen nur.
aber noch nicht Adam. Wir haben gesagt, dass diese Menschen sich also aus der Materie sich entwickelt hat, bis also der Mensch also in ihrem Nervensystem vollkommen reif war. Und in diesem Zustand haucht also dann sein Geist in diesem Menschen. Aus diesem Menschen, diese Homo sapiens, diese Homo erectus, oder sonst was, was wir also uns nennen wollen, ja, in diesem aus der Tierreich entstandenen Besonderheit, dann macht aus dieser besonderen Besonderheit erst einmal Adam. Adam entsteht den Geist Gottes im Menschen, eingehaucht wird. Und so entsteht also dann Adam. Dieser Adam, wegen dieses Geist Gottes, hat Eigenschaften, dass die Engel nicht alle ganz davon Bescheid wissen. Ja? Aus der Sicht der Sufis, dass die Sufis, manche Sufis in der Geschichte der Sufis lernen wir, dass sie können auch also die Engel, können von diesen Sufis Segen erhalten, manche von ihnen also, echte, richtige Sufis, können auch Engel Segen bekommen. Grundsätzlich, die Engel sind ja nicht also wie uns Menschen. Das ist auch also ein Zeichen, dass vom Körper her, vom Aufbau unseres Entwicklung aus der Materie, ja, entstehen wir. Wir müssen essen. Pflanzen, Tiere müssen wir essen, um zu überleben. Das ist unser natürlicher Zustand, körperlicher Zustand, um das zu bewahren. Ja? Engel, die essen nicht in dieser Form. Das Essen der Engel, ja, was die Engel essen, sind die gute Taten und gute Wörter des Menschen. Ja, davon leben sie. Ja, wenn also ein Engel gute Taten schreibt, er ist auch selbst froh darüber. Er genießt auch, ja, gute Taten der Menschen. Ja, wenn ich hätte ich bloß also heute also etwas Gutes getan, ja, heute sind ja alle auf der linken Seite beschäftigt gewesen. Diejenigen, die auf der linken Seite also sind, ja, die schreiben also schlechte Taten eines Menschen, aber die warten erst einmal. Ob er Reue begeht, ob er etwas Gutes tut, Reue begeht, ja, sie beeilen sich nicht also beim Schreiben. Ja. Die auf der rechten Seite schon, aber nicht die. Die warten erst einmal. Vielleicht begeht ihr Reue und dann kann man also abwischen. Ja, so gutherzig sind die. Ja, die Engel essen auch, aber das Essen der Engel sind gute Worte, gute Taten der Menschen. Ja, davon leben sie. Davon wachsen sie auch. Davon kommen sie auch. Ja, wir haben also erklärt, warum also der Teufel, aus welchem Grund, er sieht also zu Recht, dass der Mensch aus der Materie entstanden ist, er selbst aus Energie, die wir also in Form von Feuer und Licht verstehen. Also Feuer ist, auch also ein, Feuer ist Licht eigentlich, Feuer ist Licht. Feuer ist nichts anderes als Lösung, Loslassen der molekularen, der Energie der Molekülen. Wenn man die Molekülen miteinander in Verbindung bringt oder trennt, ja, dann entsteht Energie. Ja? Schwache Form der Energie ist ja Feuer. Das Feuer, das wir also zum Beispiel beim Feuerzeug haben, das ist etwa 350 Grad. Feuer, die auf der Sonne existiert, auf der Oberfläche, ist 6000 Grad ungefähr. Im Kern der Sonne haben wir also 10, 20 Millionen Grad. Ja? Und in manchen Sternen haben wir bis zu 100 Millionen Grad.
Ja? Also die Sonne ist also ein Backofen. Was wird dort gebacken? Elementarteilchen, Bausteine der Natur werden gebacken. Ja? Die ganze Gravitation hält diese Sonne, drückt also diese Sonne zusammen. Ja, und in einer Phase beginnen dann die Teilchen so dicht zu werden, dass die Protonen sie stoßen zusammen, ja, Wasserstoff, Atome stoßen zusammen, aber auch andere Dinge dann, entsteht also ein neues Element, Wasserstoff, ja, geht zum Helium über und dadurch entsteht auch also Energie, Licht, Gamma. Dieses Licht kommt dann aus der Sonne raus, ja, aber natürlich nicht so schnell, sonst wären wir also überhaupt nicht zusammen leben gewesen, ja. Die wird also so gestreut hier, ja, dauert also Jahren, zig Jahren, ja, bis dieses Licht also die Oberfläche erreicht. Und so schwach ist, ja, dass wir also ein Leben haben können, ja, dass wir das genießen können, froh sein können, dass es auch eine wunderschöne Sonne gibt. Ja, das ist also so. Also, aus dem Feuer allerdings sind die Djinns entstanden, aus Licht sind die Engel entstanden. Auf jeden Fall, beide sind vom Wesen her, vom Sein her, vom Intensität des Seins her, ja, höher als der Menschen. Ja, der ist noch höher als das da natürlich. Engel sind also etwas höher als Djinns. Ja, aber solange der Mensch, nicht Adam und diese Geschichte nicht passiert war, Djinns beteten mit Engeln zusammen, ja, Gott an. Und sie lobten, sie preisen Gott. Ja, also, Entschuldigung, Djinns, aus dem Djinns kommt also Satan. Ja, Satan. Ja? Satan kommt aus dieser Reihe. Erzengel Gabriel, ja, aus dieser Reihe. Ja? In der Bibel steht, wer den Menschensohn beleidigt, den werden wir vergeben. Hm? Den werden wir vergeben. Den Menschensohn hat er beleidigt. Aber wer den Erzengel, den Geist Gottes, Erzengel Gabriel, wird auch als Geist Gottes auch genannt, Ruhul Qudus, Heiliger Geist, Entschuldigung, Heiliger Geist. Ja, Heiliger Geist, Ruhul Qudus wird genannt. Wer aber den Ruhul Qudus, den Heiligen Geist beleidigt, den werden wir weder in dieser Welt vergeben, noch im Jenseits. Es steht in der Bibel geschrieben. Ja? Und erinnern wir an jener Idiot, der 1986 ein Buch geschrieben hatte, in dem er nicht nur den Prophet Muhammad, also zum beleidigte seine Frauen als Dirne darstellte, ja, um die Muslime krank zu machen, zu kränken und die islamische Welt zu kränken, um ihre politischen Ziele zu erreichen, sondern er war auch so dumm und unverschämt, dass auch der Engel Gabriel also sich darüber lustig machte. Und naja, jetzt will ich ja nicht sagen, wer dieser Typ war. Allerdings, Satan hatte recht. Er steht vom Intensität des Seins her, vom Schöpfungsgeschichte her, über den Menschen als Materie. Der Mensch entsteht aus Materie, aus Boden, aus Lehm, aus Lehm, aus Materie. Satan und sein Klick entstehen also aus dem Feuer. Engel entstehen aus dem Licht. Ja? Also, oder besser, beide sind ja Licht, Feuer ist auch Licht, aber sehr schwaches Licht. Aus diesem schwachen Licht also entsteht also Satan und sein Klick also.
Ja, die Reihe von Jins, die haben auch gläubige Jins, gläubige sozusagen Jins und ungläubige. Ja, Freunde und Verwandte von Satan, zum Beispiel Hannas, Al-Hannas, im Sure, den letzten Sure, 114. Sure, wird über Hannas gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, also, was dieser Hannas eigentlich macht. Ja? Ja? Bedeutung, er ist ein Sohn von Satan. Ja? Dieser Hannas ist deswegen also sozusagen also ein Klugscheißer. Als der Sure Reue also kam, Satan war extrem traurig. Sagte also, mein Gott, was ich also versuche, diese Menschen also aus dem Weg Gottes also abbringen, um zu beweisen, dass dieser Mensch es nicht würdig ist, dass man vor ihn sich niederwirft, ja. Da er also mit einer Reue seine Sünden wieder also wettmachen kann, er kennt die Barmherzigkeit Gottes, er hat mit Gott kein Problem, er mit Menschen hat Problem. Ja, und dann kam ja sein Sohn und sagte, nein, Papa, mach dir keine Sorgen, wir flüstern so viel in den Ohren dieser Menschen, ja, in seinen Ohren, ja, bis er keine Möglichkeit hat, überhaupt also zur Reue zu kommen. Ja? Dass er keine Möglichkeit bekommt, Reue zu begehen, absolute Reue, dass er nie wieder sich also den Bösen, den Sünden also sich nähert. Ne? Das ist also die Rolle von, ja, okay, das ist ungefähr also die Schöpfungsgeschichte und jetzt machen wir weiter. Also, er war nicht bei denen, die sich niederwarfen, der Iblis. Iblis ist also ein anderer Name von Satan. Er sprach, was hinderte dich, also Gott sprach, was hinderte dich, dich nicht niederzuwerfen, als ich es dir befahl? Was hinderte dich, dich niederwerfen, als ich dir befahl? Er sagte, das heißt, Teufel sagte, Satan sagte, ich bin besser als er. Da sagt er genau, ja, das ist also unsere Theorie, also zumindest das stimmt ja richtig, ja, das ist also sein Kern. Er findet sich besser als den Menschen. Warum? Jetzt kommt also darum, sagt er das. Ich bin besser als er. Du hast mich aus Feuer erschaffen. Du hast mich aus Feuer erschaffen. Ihn aber erschufst du aus Ton. Materie, Ton hast du erschaffen. Erde, das ist Ausdruck der Materie, die wir als tot betrachten, was ja also absolut falsch ist. Materie ist ja nicht tot. Materie ist ja nicht blind. Wir müssen auf Quantenphysik also abwarten, bis er uns also erklärt, also warum die Materie nicht tot ist, Mensch. Ja, lerne das. Und das sollten auch also die westlichen Wissenschaftler also korrekt lernen. Ja. Und ja, der ist aus Ton, Materie. Du hast ihn aus Ton geschaffen, erschaffen. Mich hast du aus Feuer erschaffen. Und im Erschaffungsprozess her, in Schöpfungsgeschichte, Feuer steht über der Materie. Und deshalb sagt er, dass ich bin besser. Er sprach, Gott sprach, weg und hinab mit dir. Es geziemt dir nicht, hier hochmutig zu sein, in diesem gesellig sein mit Heiliger Geist und Erzengeln und solche in so einem Zustand. Es ziemt nicht, dass du hier hochmutig also dich zeigst. Also weg mit dir. Darum hinaus mit dir, siehe, du bist eine der Gedemütigten. Ja? Eine, die ständig gedemütigt werden. Jeder Mensch auf dieser Erde, der Glaube, Zustand des Gläubigen erreicht, des Glaubens erreicht,
anständig wird, eine der ersten Sachen, die er also macht, ja, ist einfach dieses Satan also, natürlich also, zu verbannen von sich. Also überhaupt dadurch kommt die Glaube zustande. Wenn man Satan wegschiebt in seinem Leben, dann bleibt Glaube da. Ha? Bleibt Glaube. Der Mensch ist dann also gläubig. Solange Satan, also, womit kann man Satan also in Distanz halten? Indem man also ständig also Gott um Hilfe ruft. In der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Familie, als Individuum, als Teil der Gesellschaft, als Teil des Ganzen. Ja? Wenn man diese berücksichtigt, dann der Teufel bleibt fern. Ja? Durch Gnade Gottes erst einmal. Darum hinaus mit dir, siehe, du bist einer der Gedemütigten. Er sagte, das heißt Satan sagte, gib mir eine Frist bis zum Tag der Auferstehung. Ja? Satan hat also eine Frist bis zum Tag der Auferstehung. Warum? Zigtausende sozusagen göttlichen Jahren, was verstehen wir, was göttliche Jahre ist? Ja? Wenn also erwähnt wird im Koran oder auch in der Bibel, dass Gott also die ganze Welt also in 6 Tagen erschaffen hat und manche Schwachköpfe, sie kommen, das ist ja verrückt, also in 6 Tagen, sie sind so blöd, entschuldige bitte, sie sind so blöd, sie verstehen, dass göttliche Tage sind nicht nach unserem Ermessen, sind nicht also 24-stündige Umdrehung der Erde um sich. Göttliche Tage sind also zigtausende Jahre von irdischen Stunden und wir können das nicht also so einfach mit unseren Tagen also vergleichen. Und das steht auch im Koran. Weist also Koran darauf hin, dass göttliche Tage sind Tausende wie eure Jahre. Und Tausende, wenn also von Koran von Tausenden redet, das heißt sehr viel. Ja? Ihr könnt es ja nicht also so berechnen. Das ist sehr viel. Er sagte, gib mir eine Frist bis zum Tag der Auferstehung. Er sprach, dass Gott sprach, für wahr. Die Frist ist dir gewährt. Schau mal, wie barmherzig Gott ist, trotz also eine Sünde begangen hat. Gibt ihm also Frist. Bis zum jüngsten Tag darf er also tun, was er will, ungefähr. Dann will ich von Satan sagte, nun, von hier aus kommen wir also dann, das ist die Barmherzigkeit Gottes, dass wir also merken, was der Teufel eigentlich damals gesagt hat. Wie konnten wir dann herausfinden, ja? Wie kommt, dass wir also Böses in dieser Welt tun, Schlechtes tun, ja? Niedriges tun? Es geht ja um, niedrige Zustand des Seins und höchster Zustand des Seins, ja? Absolut. Das Sein, nämlich Gott. Unsere Reise geht in der Richtung. Ja, vom niedrigen Zustand der Materie bis zum höchsten Zustand des Seins. Niedrigen Zustand des Seins bis zum höchsten Zustand des Seins. Und die ganze Streitigkeiten gibt es also auch hier. Und wenn er sagte, also Satan sagte also, wie du mich in die Irre gehen ließest, werde ich ihnen auf deinem geraden Weg auflauern. Dann will ich von vorn und von hinten, von ihrer rechten und von ihrer linken über sie kommen
und du wirst die Mehrzahl von ihnen undankbar finden. Undankbarkeit. Ja? Zunächst einmal, er macht es also ein, es ist ein Unverschämt, also er sagt, dass du mich in die Irre geführt hast. Hm? Satan, wie du mich in die Irre gehen ließest. Geführt hast, also Irre gehen ließest. Irre gehen ließest. Ja, ihr, entschuldige, nicht geführt hast, Irre gehen ließest. Das ist richtig, ne? Ja, Irre gehen ließest, das heißt, ich bin in die Irre gegangen, ich habe auch nachher, aber du hast mich also nicht daran gehindert. Das ist ein interessanter Satz, das ist interessant, das ist irgendeine Anmaßung. Ja, warum bist du in die Irre gegangen? Hattest du nicht also genügend Know-how gehabt? Wenn nicht, dann solltest du ja Klappe halten, anständig sein. Ja, wie die alle anderen Engel. Du hast doch gesehen, ja, okay, du bist also besser als Menschen. Ja? Vom Schöpfungshierarchie her. Aber was ist denn mit den Engeln? Die waren doch besser als du. Warum hast du sie also nicht gesehen? Ja? Geschweige dann Adam, der auch also jene Fragen in Bezug auf die Namen der Dinge an sich Antwort geben konnte, während die Engel diese Know-how nicht besaßen. Ja, zumindest sollte es auch also an die Engel durch dich also richten. Das ist also. Und er sagt, dann will ich von vorn und von hinten, von ihrer Rechten und von ihrer Linken, über sie kommen und du wirst die Mehrzahl von ihnen undankbar finden. Das ist die Quelle der, das ist die Quelle der Undankbarkeit. Undankbarkeit ist die Quelle eigentlich sozusagen der Irrgehen, Verbündete des Satans zu werden in dieser Welt. Satan zu gehorchen. Und die meisten, er weiß daran, das ist interessant. Er sagt, du wirst die Mehrzahl von ihnen. Sag nicht alle. Ich kann ja nicht alle verführen. Das weiß auch er. Ja? Aber wie gesagt, ich kriege meistens von diesen Leuten hin. Ich sage es dir, bis zum jüngsten Tag. Und wir brauchen nicht also zu zweifeln, wie erfolgreich er auch ist schon also in unserer heutigen Zeit. Ja? Bringen wir also diejenigen, die auf Kosten der anderen sich bereichert haben. Ja? Macht euch leer. Macht euch rein. Reinigt euch von diesem Mist. Ja? Von dem Zinsgeschäft, von dem, diese blöde Reichtum, die keinerlei Zeit lässt, dass der Mensch also über seine eigentliche Wurzeln, über sein eigentliches Ziel also nachdenkt, über sein woher also kommt. Also ständig sind sie ja beschäftigt mit dem Bauch und also unter die Gürtellinie, High Societies. Also von Porno, Disco und alles drum und dran, alles wird also vom Satan gelenkt. Damit der Mensch keinerlei Gelegenheit bekommt, über seine eigentliche Qualitäten, erst einmal eine Ahnung zu bekommen und dann versuchen also eine Kultur zu schaffen, eine Möglichkeit, dass man diese auch also in seinem Leben realisieren kann. Darum ist der Teufel also total erfolgreich. Nur sehr, sehr wenige Menschen schaffen also den Teufel also zu bändigen. In anderen erster Reihe stehen die Propheten und dann die nahe, die gute Schüler der Propheten, die großen Mystiker. Und das hat also immer in der Geschichte der Menschheit gegeben. Es ist ja, die Sufis der islamischen Welt sind ja nicht also die Erste. Auch im Christentum haben auch also solche Sufis gegeben, auch im Judentum hat es solche Sufis gegeben, vor dem Judentum, vor dem Abraham hatten, vor Jakob und andere Kinder Abraham haben auch also Sufis gegeben, bis hin zum Sufi reichen, also bis zum Adam, Salamullah Ali. Ja? Es geht um Erkenntnis,
Es geht um Erkenntnis der Dinge an sich. Und ich wiederhole, weil derjenige, der also in jüngsten Zeit also hinter die Dingen an sich war, a priori wollte er es also nachvollziehen, das war ja Immanuel Kant. Ja, aber er macht also total also von falschem Weg also geht. Er schafft erst einmal die Offenbarungen weg, ja, entbindet den Menschen von seinem Kern, entwurzelt die Menschen, ja, den Ratio entwurzelt er und dann sucht er also jetzt also die Dinge an sich kennenzulernen. Aber bitte. Er sprach, also hier, also Gott sprach, weg von hier, verachtet und verstoßen. Wahrlich, wer von ihnen dir folgt, mit euch allesamt fühle ich die Hölle. O Adam, du und deine Frau bewohnt das Paradies und esst, wovon ihr wollt, nährt euch jedoch nicht diesem Baum, sonst tut ihr Unrecht. Und Satan flüsterte ihnen ein, diese Einflüsterungen des Satans. Und Satan flüsterte ihnen ein, dass er ihnen zeigen wolle, ja, dass er ihnen zeigen wolle, was ihnen verheimlicht war. Ja, ihre Nacktheit. Und Satan flüsterte ihnen ein, dass er ihnen zeigen wolle, was ihnen verheimlicht war. Ihre Nacktheit. Und er sagte, euer Herr hat euch diesen Baum nur verboten, damit ihr nicht Engel oder unsterblich werdet. Schau mal, sowas also, ja, dass ihr also nicht Engel waren also, aber Mensch, wie konnte man so verführen lassen? Wie konnte er das tun? Diese Engel haben doch also den Menschen, ich, Adam und mein Klick, ja, wegen dieser Geist Gottes, das in mir eingehaucht worden war, diese Engel haben vor mich also sich gebeugt, niedergeworfen. Ja, sie warfen sich nieder vor mir. Ja? Und und trotzdem wird also verfolgt, trotzdem glaubt also dem Satan, dass die Engel mehr Know-how besitzen als der Adam. Und vor allem Unsterblichkeit. Ja? Einerseits aber erinnere ich mich an zwei Hadithe, zwei Überlieferungen. Einmal Hadithe Qudsi. Ja? Dieser Hadith Qudsi, dass also nur Gott, also privat, als der Prophet Muhammad gesprochen hat und erst er dann später also erzählte. Nicht indirekt, direkt mit der Gemeinschaft, aber betrifft auch die ganze Schöpfungsgeschichte. Er sagt, Ma khuliqtum lil fana, bal khuliqtum lil baga. Ja? Also Hadith Qudsi, also Hadith Überlieferungen, Qudsi, das heißt heilige, ja, direkte Lieferung des Hadithes. Ma khuliqtum lil Fana bal khuliqtum lil baga. Ich schreibe es ma khuliqtum lil fana bal khuliqtum
Lil Baqa. Ne? Fana Baqa. Heißt das, wir haben euch, wir haben euch nicht zum Sterben erschaffen. Doppel-F, ne? Sondern zum ewigen Leben. Ewigen Leben. Wir Menschen, wir sind für das ewige Leben erschaffen worden. Und wenn wir sterben, was passiert das? Ja? Nach dem Sterben, also Sterben ist nichts anderes als Phasenübergang. Ein Übergang, ja, von einem tieferen Seinszustand der Materie als Tier, als Körper, ne, in einem höheren Zustand. Natürlich in dieser Welt haben wir auch Seele, ja, was auch Geist Gottes ist, potenziell in alle von uns da drin, ja. Und je nachdem unsere, nach diesem Welt, ja, unsere Seele befreit sich von diesem Körper. Er braucht diesen Körper nicht mehr. Er ist frei. Vom Wesen her. Nun, ob diese Freiheit, also eine glückliche Freiheit ist, oder eine unglückliche, ob diese Seele in die Hölle wandern wird, ja, oder also ins Paradies geht, oder in einen besseren Zustand kommt, das ist also etwas anderes. Allerdings, die Seele befreit sich vom Körper. Er braucht diesen Körper nicht mehr. Also unser Körper ist ja sozusagen wie ein Pferd, auf dem der Mensch reitet. Für eine gewisse Zeit, 60, 70, 50, ein Jahr oder sonstiges. Ja, reitet auf diesem Körper. Ja, sollte auch so sehen. Nachdem dieser Körper nicht mehr notwendig ist, dann passiert eine ganz interessante Erfahrung. Diese Erfahrung werden wir alle machen. Ja, kommen wir also in nächste Seinszustand. Ja, die Welt nach dem Tod. Ja? Und ja, Tod ist ja nichts anderes als also ein Phasenübergang. Und Gott sagt also, wir haben euch noch nicht zum Sterben. Pass mal auf. Ja, wir haben euch vor ewiges Leben also erschaffen. Und dann, das zeigt das also, hier lügt der Teufel. Ja, richtig lügt also. Kommt also mit Lügen, sagt also, pass mal auf, du Mensch. Dieser Baum hat Gott also deswegen also hier also ja, sein gelassen, damit er euch davon hin... hindert, also ewiges Leben zu erreichen. Ewiges Leben zu erreichen. Und ewige Erkenntnis, ja? Ewiges Wissen, sagt hier auch also, O Adam, und Satan flüsterte ihnen ein, dass er ihnen zeigen wolle, was ihnen verheimlicht war, ihre Nacktheit. Und er sagte, euer Herr hat euch diesen Baum nur verboten, damit ihr nicht Engel oder unsterblich werdet. Und er schwur ihnen, und der Satan schwur ihnen, gewiss bin ich euch ein guter Berater. Das ist ja typisch Lügner. Ja, jemand, der also anderen Lügen also erzählen will, ja, glaub es mir, ich lüge dir nicht. Ja? Schwören, vor allem diejenigen, die beim Gott schwören. Dies muss man erst mal, ja? Beim Heiligen Koran schwöre ich, beim Gott schwöre ich dir, ich habe das Ding nicht getan. Wallahi, ne? Wallahi, astaghfirullah, ne? Hilft man ja, wallah, die Araber vor allem, ne? Und auch die Perser, und die alle eigentlich, wir Muslime. Ja? Schwören wir ja ganz, ne?
Und wir merken nicht, was für ein Blödsinniges eigentlich wir machen. Ne? Dass genau an dem Punkt sind wir die Gefangene des Teufels. Ja? Das ist die Art und Weise. Diejenigen, die intensiver lügen, die intensiver auch schwuren. Ihre Schwure sind auch also größer. Das ist auch der Typ da. Und er schwur ihnen, gewiss bin ich euch ein guter Berater, glaubt mir. Ja, ich bin ein guter Berater. So verführte er sie durch Betrug. Und als sie von dem Baume gekostet hatten, wurde ihnen, was passierte dann? Wurde ihnen ihre Bloße bewusst. Die Blöße wurde ihnen also bewusst. Das ist interessant. Ein Paradies, Sexualität in der Paradies, also ist ja bedeutungslos eigentlich. Der Mensch braucht dort, also dort lebt man so ewig. Hat Gott also verboten, dass du dort also ewig leben kannst? Sagte, bitte, isst, wo du willst, wird, was du willst, genieß einfach ein Paradies, Garten, das ich also für dich geschaffen habe, du bist Krone meiner Schöpfung, ja, und hat ihm etwas verboten, hatte sogar irgendwo auch, dass er nicht also ein ewiges Leben haben darf. Ich möchte jetzt also an dem zweiten Hadith also, das ist der erste Punkt, ein zweiter Punkt scheint also, ganz interessant zu sein. Zweiten Hadith, im zweiten Hadith, das ist kein Hadith, das ist ein Ayah des Korans. Ayah des Korans. Wo das ist, weiß ich jetzt nicht, leider. Kullu Shay'in Halek, ich schreibe das also hier, Kullu Shay'in Halek Illa Wajhahu. Kullu Shay'in Halek Illa Wajhahu. Alles, alle Dinge, Shay, Dinge, alles. Wenn das Alkohol, Shay ist also Oberbegriff für das alles. Menschen, Materie, Pflanzen und so weiter und so fort. Feuer, Engel, alles. Ja? Halek ist vom Verfall, vom Sterben, vom Verfall, vom Nichtswerden. Nichts werden, ja, die werden nichts werden, illa wajhahu, außer sein Antlitz, außer Gottes Antlitz. Alles vergeht, alles wird nichts werden. Wir kommen auch vom Nichts, wir sind ja nicht da gewesen. Wir sind ja nicht da gewesen. Ja, die Schöpfung war einmal nicht da. Und ist erst dann also, hat also ein Dasein gefunden. Ja? Alles wird vernichtet werden, außer Antlitz Gottes. Allah washahu. Genau an dem, an jenem Tag, dass also Gott die Welt also erschaffen hatte. Auch die Engel waren nicht da. Es war ja nur Gott. Nur Gott. Nun, die Frage ist, was ist dann die Ewigkeit? Was ist die Bedeutung der Ewigkeit? Was ist die Bedeutung der Zeit an sich? Ja? Ist Zeit, bedeutet, ist ja gleich, hat mit Ewigkeit was zu tun?
Ja? Also unendlich in Raum, in Zeit zu leben, bedeutet das Ewigkeit? Das heißt, Unendlichkeit zeigen wir also mit diesem Zeichen normalerweise. Also Zeit, unendliche Zeit, ist das gleich Ewigkeit? Das ist die Fragezeichen hier. Ich würde sagen, nein. Nein, wir müssen diese beide also genauer unter die Lupe nehmen. Was bedeutet Ewigkeit? Was bedeutet unendliche Zeit? Haben wir überhaupt unendliche Zeit? Können wir unendliche Zeit haben? Vor unendliche Zeit, was ist die Zeit überhaupt? Ist will ich nicht also in Zeit, also sie gehört auch natürlich zur Schöpfungsgeschichte. Ja? Zeit, wo kommt überhaupt Zeit zustande? Ja? Das ist die Bewegung der Materie zueinander. Wenn zwei Dinge, A und B, zueinander sich bewegen, ja, entsteht neben Räumlichkeiten auch Zeit. Erst einmal. Zur Messen der Zeit, ja, zur Messen der Zeit müssen wir Erscheinungen suchen in der Welt, die periodisch sind. Ja, diese periodischen Erscheinungen, die ermöglichen uns also Zeit zu messen, festzuhalten. Aber das ist also eine andere Geschichte, erst einmal lassen wir das beiseite. Also Zeit, unendliche Zeit gleich Ewigkeit, das ist Fragezeichen, das muss man so untersuchen. Ja, diese beiden miteinander zu verbinden. Wir haben also ewiges Leben, ja, und unendliche Zeit. Ja, er hat die Menschen, Satan hat den Adam und seine Frau also mit diesem Begriff verführt, mit dem Begriff Ewigkeit. Ja, ich glaube nicht, dass er also in Bezug auf Zeit verführt werden konnte, aber in Bezug auf Ewigkeit ist er verführt worden. So verführte er sie durch Betrug, und als sie von dem Baume gekostet hatten, wurde ihnen ihre Blöße bewusst. Daher fingen sie an, Blätter des Paradieses über sich zusammen zu heften. Ja? Und ihr Herr rief sie, verbot ich euch nicht jenen Baum, und sprach zu euch, siehe, der Satan ist euch ein offenkundiger Feind. Er ist euer Feind. Passt mal auf, dass er euch nicht verführt. Ja? Also, warum die Sexualität hier auf dieser Erde so ergreifend ist? Schau mal, die Sexualität ist eine enorm wichtige Angelegenheit. Dadurch entsteht überhaupt das Leben. Das heißt, wenn Sexualität funktioniert, heißt Leben funktioniert. Ja, Sexualität. Ja, heißt Leben. Ohne Sexualität konnten die aus den Pflanzen also keine Tiere entstehen, aus den Tieren nicht also weiterleben, also die Menschen zustande kommen. Sexualität brauchen zum Überleben. Bei Menschen ist besonders das auch wichtig. Also Sexualität, wenn man weniger hat, kriegt man eine Reihe von psychischen Problemen. Ja, bis zum absoluten Sterben. Generationen, also wenn eine Familie keine Kinder bekommt, dann geht also verloren. Punkt aus Feierabend. Dann besteht also diese Gene nicht mehr weiter. Ja? Und wenn man auch zu viel Sexualität hat, dann kriegt man auch wieder also andere Probleme. Verrücktheit, Dummheit und all dieses Mist, die wir also heutzutage als Pornografie in die Welt sehen. Ja? Und eine Ex
Familienministerin, ich glaube, das war in Helmut Kohls Zeit, also Familienministerin oder in, aus SPD oder weiß ich, also CDU, also eine von diesen. Versucht also die Probleme der sexuellen Missbrauch an Kindern also zu ergreifen, begreiflich zu machen. Letztes Jahr war das, also und in diesem Zuge habe ich auch also wie oft also habe ich also nochmal mitbekommen, dass diejenigen Polizisten, die sich also mit dem Stoff also beschäftigt waren, die sind verrückt geworden. Von diesem, vor all diesem Niedertracht und Perversion, die man den Kindern also antut. Ja? Statt hinzukommen, Pornografie in jeder Hinsicht, vom ZDF und so bis zu den perversen von öffentlich-rechtlichen bis zum privaten Fernsehen also zu verbieten, ja? Pornografie an sich zu verbieten. Sie versuchen also ganz banale, primitive Sachen, also ja, die jene Sites müssen wir also ausschneiden, versperren, die also die Kinderschänderei Bilder zeigen. Pornografie muss abgeschafft werden an sich. Von das ist die Quelle des Übels, des Elends. Ja, und von hier kommt auch. Das ist wichtig. Diese Gottlosigkeit, diese allschweifende Gottlosigkeit, das kommt ja nicht, also weil so viele Philosophen in dieser Welt sind, die wunderbar philosophieren können, die Welt erklären können, das Sein verstehen können. Ja, die sind im Großen und Ganzen elendige Menschen. Ja, irgendjemand ist ja durch Satan also verführt worden, dann ist also ein kleines Kind also geschändet worden, das Kind ist also mit einer Menge seelischen Komplexen aufgewachsen, ist also reif geworden und also er sieht also dann dieses Missen, er ist wütend auf die Welt und vergleicht also an den nächsten Kind. Und der nächste Kind wächst also auf in diesem Teufelskreis, geht die Spirale weiter und weiter und weiter. Jetzt haben wir in Deutschland mindestens also von jedem 4, 5 Kinder als Mädchen haben wir also eine Junge, die sexuell missbraucht worden ist, und 2 von oder 3 von jedem 5 Mädchen. Das ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Und so eine Gesellschaft kann niemals eine stabile Gesellschaft sein, kann niemals auch die Stabilität erleben. Und es sind jene, die Sicherheit, aus Sicherheitsgründen haben sie die Diktatoren in Ägypten und so weiter und so fort, also unterstützt. Diese Leute, die haben, die verstehen einfach nicht einmal, was Sicherheit bedeutet. Sicherheit ist das, dass man diese Dämlichkeiten also aus der Welt also schafft. Entschuldigung, ich gucke also hier und ich kriege auch Ärger jetzt also langsam hier. Aber okay. Sie antworteten also, wie spät ist es? Ja, okay, jetzt muss ich also langsam zu Ende gehen hier. Sie antworteten, Adam und Eva, sie antworteten, Plural wird auch gesagt, jetzt Adam und Eva beide. Ja, Adam sagt, du Eva, du hast alles gemacht. Ne? Nein, beide haben also vom Baum gepflückt. Der Adam. Ja, und jene Leute, die also im Laufe der christlichen Religion also alle Schuld also an Eva eingelassen haben, also die Unterdrückung der Frauen also herbeitheoretisiert haben, verreligiosiert haben. Ja? Da kommt also, dass sie die Wurzel der Geschehnisse nicht also richtig erkannt haben. Sie antworteten, unser Herr, wir haben gegen uns selber gesündigt. Und wenn du uns nicht verzeihst und dich uns unser erbarmst, dann sind wir wahrlich verloren. Chasserin. Und das die Worte der Reue, die Gott ihm eingegeben hat? Noch nicht.
Aber erst einmal, sie verkunden, dass sie zurückkommen. Sie begreifen, dass sie also Irrtum begangen haben. Das war Irrtum. Es ist also etwas, die Sexualität war hier nicht, dass ihre Blöße war ja nicht bekannt bei den anderen. Sie erregte nicht, also bei Kindern. Bei Kindersexualität erregt ja nicht also Aufmerksamkeit. Und deshalb sind sie auch unschuldig. Deshalb kann man die Kinder auch leicht verführen. Sie werden leicht verführt, ja, durch den perversen kriminellen Idioten, ja, weil sie, das ist noch nicht ein Begriff für sie, ja. Und so etwa war auch also im Paradies. Ja? Also dort gibt es also keine Sexualität. Sexualität ist in der materiellen Welt. Niedrigsten Stufen ungefähr des Seins. Er fuhr fort, sie sprachen, ja, unser Herr, wir haben gegen uns selber gesündigt und wenn du uns nicht verzeihst und dich unser erbarmst, dann sind wir wahrlich verloren. Gott sprach, hinab mit euch, erst einmal raus. Ihr seid hier dem Paradies nicht mehr würdig. Paradies ist ein Platz, dass ihr also mit Feigenbläser da vorne und wieder also läuft. Erst einmal raus. Ne? Und er sprach hinab mit euch, einer sei des anderen Feind. Was ist Konsequenz jetzt? Einer sei den anderen Feind. Wegen diesem Effekt, wegen dieses Elends, wegen dieser Rauswurf. Ist der Feind des Menschen oder Iblis geht ja auch mit auf die Erde oder Iblis ist der Feind des Menschen. Natürlich, aber auch ihr, jeder von euch, das ist also Fluch, die also, jeder ist einmal, einer sei des anderen Feind. Auf der Erde sollt ihr euren Wohnsitz und einen Missbrauch auf Zeit haben. Das ist jetzt interessant, nicht auf Ewigkeit, auf Zeit. Er fuhr fort, also Gott sagte, auf ihr sollt ihr leben und auf ihr sollt ihr sterben. Und aus ihr sollt ihr hervorgeholt werden. Aus der Erde wieder wird der Mensch also auferstehen, die Auferstehung. O ihr Kinder Adams, jetzt sagt also alle Menschheit, sagt nicht also du Muslime, Juden, Christen, alle Menschheit, ihr Kinder Adams, sie sind alle Kinder Adams. Wenn also alle Kinder Adam seid und Adam also auf die Erde kam, das heißt, wir haben alle eine ursprüngliche Muttersprache gehabt, die uns abhanden gekommen ist. Alle ursprüngliche Kulturen und Traditionen gehabt, die abhanden gekommen sind. Alles war also eins, Einigkeiten gab es zwischen der Menschheit, erst dann die Feindseligkeit zustande gekommen. Ja, weil mit uns Menschen oder vor uns Menschen ist einmal auch Satan ist einmal rausgeschmissen worden. Er darf also nicht mehr also in der Umgebung im Paradies und in der Nähe des Paradieses sein. Ja, er hat keinerlei Zugang mehr zum Paradies. Ja, er will also in der Hölle verbannt werden, bis aller Ewigkeit. O ihr Kinder Adams, wir gaben euch Kleidung, eure Blöße zu bedecken und als Prunkgewänder. Aber das Kleid der Gottesfurcht ist besser. Es ist schön, dass ihr solche schöne Kleidungen habt. Wunderschön, ja? Natürlich diejenigen Kleidungen, die erlaubt sind. Ja, du darfst ja nicht also einen Tiger töten und daraus also Kleidung machen.
ist verboten. Damit kann man nicht, aber andere Tiere, die möglich sind, also andere Stoffe, die möglich sind, erlaubt sind. Du kannst ja nicht also aus Schweineleder, also Lederjacke machen. Ja, das darf man nicht. Auf jeden Fall darfst du damit nicht also beten. Ne? Ja, o ihr Kind. O ihr Kinder Adams, Entschuldigung, ja, o ihr Kinder Adams, wir gaben euch Kleidung, eure Blöße zu bedecken und als Prunkgewänder. Aber das Kleid der Gottesfurcht ist besser. Dies ist eines der Zeichen Allahs, auf das sie sich ermahnen lassen. O ihr Kinder Adams, der Satan verführe euch nicht, wie er eure Eltern aus dem Paradies vertrieb, ihnen ihre Kleidung raubend, um ihnen ihre Blöße zu zeigen. Ja, das ist ja diese niedrigste, also ungefähr die Stufen des Lebens vor. Ja, Sexualität, ja, ist das Fordern des Lebens und vor diese brauchen wir also Anlagen, Geschlechtsteile. Und die sind auch extrem empfindliche Teile des menschlichen der menschlichen Seele. Ja, von da fängt es an. Alle Geschichte des Elends, der Pornografie fängt also damit also an. Ja? Siehe, er sieht euch. Er, Gott, sieht euch. Er und seine Genossen. Achso, Entschuldigung, nein. O ihr Kinder Adam, der Satan verführe euch nicht, wie er eure Eltern aus dem Paradies vertrieb, ihnen ihre Kleidung raubend, um ihnen ihre Blöße zu zeigen. Siehe, er sieht euch, er und seine Genossen. Von wo ihr sie nicht seht. Ja? Satan und seine Genossen, die haben die Möglichkeit, gleichzeitig überall zu sein. Ja, der Typ also verführt hier mich, ja, in Deutschland, diese Ecke, und nicht nur einen Nachbarn entfernt, sondern auch also in Amerika verführt gleichzeitig auch jemand anderen und so weiter und so fort, überall auf dieser Erde, die ganze Menschheit. Alle Menschen. Keiner hat auch also, außer diejenigen, die also nur Gott besonders nahe sind. Aber diese Eigenschaft des Teufels, diese Eigenschaft des Teufels, gleichzeitig überall zu sein, gibt es auch bei Menschen. Es gibt keine Eigenschaft, das Teufel hat und der Mensch es nicht hat. Und Höheres, Besseres. Ja, darum mussten die Engel also sich niederwerfen. Der Mensch, der perfekte Mensch, der Kalif, der perfekte Mensch, nicht weil er diese und jene Muskel hat und so, ne? Perfekte Mensch ist derjenige, der also Geist Gottes, ja, richtig also wiederbelebt hat in sich selber. Der kann gleichzeitig auch in in verschiedenen Orten sein. Also bei Schiiten, das ist wichtig, bei Schiiten, wir sind also auch heute auch, die also in wichtigen Nächten des Monats Ramazan, in diesen Qadr-Nächten sollten wir auch an Imam Ali a.s. uns also erinnern. Imam Ali a.s. wird Imam al-Insewal-Jinn genannt. Er ist nicht nur Imam für die Menschen, er ist auch Imam des Djinns. Auch bei Djinns ist er Imam, nicht nur bei Menschen. Okay, ich mache das also jetzt hier und dann machen wir Schluss also für heute.
damit der Satz also korrekt also zum Ende gelesen ist. O ihr Kinder Adam, der Satan verführe euch nicht, wie er eure Eltern aus dem Paradies vertrieb, ihnen ihre Kleidung geraubend, um ihnen ihre Blöße zu zeigen. Siehe, er sieht euch und er und seine Genossen. Das heißt, er ist ja nicht alleine. Er hat auch viele andere Genossen, Channas. Von wo ihr sie nicht seht, wahrlich, wir machten die Satane zu Beschützern der Ungläubigen. Ja? Beschützer der Ungläubigen sind die Satane. Und wenn sie etwas Schandbares begehen, sagen sie, wir fanden, also wenn die Menschen jetzt also etwas Schandbares machen, wir fanden, dass unsere Väter das Gleiche taten. Ja, das ist Tradition bei uns, ja. Unsere Vorfahren haben auch das Gleiche getan. Ist doch normal, oder? Wir fanden, dass unsere Väter das Gleiche taten und Allah hat es uns befohlen. Sprich, die sagen also, ja, Gott hat also uns gesagt, dass wenn man sagt, also Mensch, ja. Tut mir sehr leid. Diese Schweine vielleicht, das ihr isst, das hat auch Gott also auch anderen Völkern vor dem Islam also auch verboten. Christen ist auch Schweinefleisch fressen verboten. Fanatiker, Fundamentalisten, Terroristen. Ja? Und so machen sie also die Menschen, die warnen wollen, also mundtot. Ja, und sie merken nicht, also wie viele Krankheiten und Elend, Bewusstseinsschwierigkeiten bei ihnen dann im Laufe der Zeit also auftaucht und wo sie eigentlich seelisch und körperlich also landen. Hm? Und wenn man sagt, ja, wir finden also das normal, das Essen, ja, weil wir, hat also der Papa und Mama haben gegessen, ihr Großvater und Großväter haben auch gegessen und so geht es also hier weiter. Und wir fanden, dass unsere Väter das Gleiche taten und Allah hat es uns befohlen. Ja, Lüge natürlich. Allah hat es nicht befohlen. Sprich, Allah befiehlt nichts Schändliches. Wollt ihr über Allah aussagen, was ihr nicht wisst? Sprich, mein Herr hat Gerechtigkeit befohlen. So wendet euer Angesicht in jeder Moschee zu ihm und ruft ihn in lauterem Glauben an, wo, so wie er euch schuf, kehrt ihr zu ihm zurück. Einen Teil hat er recht geleitet und einen Teil verdientermaßen dem Irrtum überlassen. Siehe, sie haben sich die Satanen neben Allah zu Beschützern genommen und wenen zu Beschützer angenommen und wenen, sie seien rechtgeleitet. Ja, sie sagen, ja, wir sind die Rechtgeleitete, we are the champions of the world, ja, wir sind die Besseren, wir haben das Know-how, das ist unser Neil Armstrong, der am Mond gelandet ist, mit dem Zeug von den Teufel von Braun, ja, der vor Hitler also V2-Raketen baute und so weiter und so fort. Und dann landen wir also hier. Ja, damit beende ich also die heutige Sitzung und ich danke dir, dass du so ungeduldig also zugehört hast. Und ich danke auch also Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen. Ich muss also aufbrechen, sonst bringt mich also um. Dankeschön, bis dann. Tschüss.